Hi, so jetzt haben wir hier nochmal einen tollen Fußboden. Da will ich euch nur mal demonstrieren. Wenn man so einmal die Woche oder zweimal die Woche mit dem Feuchtmopp wischt, dann kriegt man zwar die Oberfläche sauber, aber die Fugen, die verdrecken ja immer mehr. Da kann man noch so oft putzen, das ist der Staub und irgendwas anderes, was sich dann immer in den Fugen festsetzt. Und die waren bestimmt mal weiß. Und ich will euch einfach mal zeigen, wie jetzt die Paste super die Fugen weiß kriegt. Und zwar sprühe ich ein bisschen Wasser drauf. Der Multizweckschwamm, der ist nass. Wasser eingetränkt. Da reibe ich über die Paste und gehe jetzt einfach über die Fugen. Es ist natürlich eine Arbeit, wenn man so ein ganzes Badezimmer damit jetzt auf allen Vieren reinigen will. Aber ich will euch nur mal zeigen, dass sich das lohnt. Die Fuge wird wieder weiß. Auch hier an den Silikonrändern. Wird das wieder weiß. Wenn man jetzt merkt, die Paste ist aufgebraucht, dann reibt man einfach wieder drüber. Und das Tuch, der Schwamm ist mit Wasser eingetränkt und ich hatte ja hier mit Wasser eingesprüht. Also man braucht auch nicht so viel Wasser. Meine Kundin sagt schon gerade, prima, ich soll dann gleich das ganze Badezimmer machen. Aber das mache ich natürlich nicht. Aha, ist ja Frühjahrsputz, du musst ja auch noch was machen. So, hier sieht man auch schön den Unterschied. Das lasse ich auch mal so für das Vorher-Nachher-Bild. Das ist das sensationell. So, die Paste nehme ich dann wieder mit dem Multizwecktuch auf. Ich kann aber hier oben noch ein bisschen machen, das sehe ich gerade. Aber ich wollte es euch ja nur mal demonstrieren. Im Anschluss zeige ich euch noch ein Vorher-Nachher-Bild. Dann sieht man das noch mal besser. Also man kriegt die Fugen wieder weiß. So, vielleicht kann die Kamera mal ein bisschen näher rangehen, dass man den Unterschied sieht. Hier war ich noch nicht dran und hier habe ich geputzt. Okay, tja, easy clean, ganz einfach. Damit wird Putzen zum Vergnügen und das freut einen doch, oder? Die Mikropaste kriegst du in meinem Shop easycleean.de. Ciao!